R-U-F-U-S. Hey, was soll das denn? Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? Soweit, so gut. Jetzt heißt es warten. Hm? Was ist das für ein Geräusch? Mein Beamtenkreuzer. Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken. Was für eine Schönheit! Stark, robust und bis auf ein paar Schrammen noch prima in Schuss. Ach ja, Spiegelungen im Fenster sind schon was Tolles. Warum eigentlich nicht? Ach so, die Aufstiegscodes. Da war ja was. Puh. Dieser Schnörkel unterscheidet sich von den anderen. Sympathisch. Tödliche Schusswaffe. Check. Munition. Check. Zapperlott, das sind doch dieselben Organons, die Goal bedroht haben. Vielleicht haben sie diesen Cletus geschnappt? Dachte ich mir gleich, dass das ein Schlappschwanz ist. Was mache ich denn jetzt? Am besten, ich halte mich erst einmal im Verborgenen und gucke, ob ich irgendwas rausfinde. Und Sie sind sicher, dass dieser Rufus naiv genug ist, Ihre Verlobte hierher zu bringen? Absolut. Er ist eine egoistische, raffgierige Ratte. Der Ausblick, nach Elysium zu kommen, wird ihn herlocken. Raffgierige Ratte? Das ist doch... Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen diese Frau überhaupt so wichtig ist, Cletus. So wie ich das sehe, ist sie nur ein unkalkulierbarer Risikofaktor für unser gemeinsames Unternehmen. Glauben Sie mir, nach all dem, was sie sich geleistet hat, würde ich sie am liebsten auch auf Deponia zurücklassen. Aber um nach Elysium zurückzukehren, brauche ich nun einmal die Aufstiegscodes. Und die sind leider an ihrem Gehirnimplantat gespeichert. Ohne Goal keine Aufstiegscodes. Und ohne Aufstiegscodes kein Unternehmen. Das gefällt mir nicht. Ulysses wird uns beide exekutieren, wenn er herausfindet, dass es sich bei ihrer Begleitung um... Psst, da kommt er. Röhrenamtmann, machen Sie Meldung. Noch keine Spur von dem Deponianer, Herr Oberkontrollrat. Worauf warten Sie da noch? Suchen Sie weiter. Selbst über diese Drohne ist der Gestank kaum aushaltbar. Es wird Zeit, dass wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Machen wir uns an die Arbeit. Je schneller wir das Ganze hinter uns haben, desto besser. Ganz meine Meinung. Ich werde mal auf der Plattform nachschauen, ob dieser Rufus schon da ist. Also halten Sie sich im Hintergrund. Wir dürfen nicht riskieren, dass diese Ratte ihren Schwanz einkneift, bevor wir die Aufstiegscodes in Händen halten. Moment mal, dieser Cletus sieht ja genauso aus wie ich. Nicht ganz so attraktiv vielleicht, aber was hat das nur zu bedeuten? Außerdem hat mir das Gespräch überhaupt nicht gefallen. Ich habe nicht alles verstanden, aber
Die haben doch was vor. Und keinesfalls kann ich zulassen, dass Goal dem Organon in die Hände fällt. Zuerst werde ich mir allerdings diesen Cletus vorknöpfen. Gnade ihm Schrott, wenn er vorhat, mich zu hintergehen. Ölige Frisur, hässliches Cape und steifer Kragen. Was findet Goal nur an diesem Lusch? Cletus! Rufus! Endlich stehe ich dir gegenüber. Irrtum, ich stehe dir gegenüber. Von wegen. Ich stehe dir mindestens 3 Schritte mehr gegenüber. Glaub das ruhig, Bürschchen. Aber genug der Unhöflichkeiten. Wo ist Goal? An einem sicheren Ort. Na, das ist ja perfekt, du Genie. Du bist das Genie. Wir hatten einen Deal. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Ohne Goal kein Deal. Also, was ist jetzt? Der Deal steht also noch. Nur wenn du deinen Teil der Abmachung einhältst. Oder du deinen. Ladies first. Warum sollte ich dir trauen? Warum sollte ich dir trauen? Ich hab zuerst gefragt. Tja, warum sollte ich es dir eigentlich nicht erzählen? Deponia wird gesprengt. Was? Ach ja, ich hatte vergessen, dass ich mit einem Höhlenmenschen rede. Deponia, boom. Boom? Ja, boom. Der ganze stinkende Misthaufen. Und Elysium weiß davon? Von der Sprengung? Na klar. Wir haben sie bereits vor Jahrzehnten in Auftrag gegeben. Was dachtest du denn, was die Organons den ganzen Tag so treiben? Ihre mechanischen Bärte entfusseln? Und was wird aus den Deponianern? Physikalisch betrachtet wohl hauptsächlich Energie. Theologisch gesehen, sagen wir einfach, für einen Stern am Abendhimmel wird's wohl kaum reichen. Wow, das ist echt starker Tobak. Um ehrlich zu sein, gingen wir davon aus, dass Deponia unbewohnt ist. Immerhin wurde die Oberfläche damals für unbewohnbar erklärt. Aber ausgerechnet jetzt, da die Sprengung unmittelbar bevorsteht, kamen Gerüchte auf. Auf Deponia soll es noch Menschen geben, hieß es da. Darum haben die Ältesten einen Inspektor ernannt, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Und jetzt rate mal, wer dieser Inspektor ist. Ich bin es, du Troglodyt. Verstehe. Was ich hingegen nicht verstehe, mal abgesehen von der Bedeutung des Wortes Troglodyt, warum hat der Organon nichts von der deponianischen Bevölkerung erzählt? Ulysses Leute müssen doch wissen, dass wir hier leben. Immerhin terrorisiert uns der Organon seit Jahren. Sie erheben Zölle, sie blockieren Handelsrouten und sie klauen Babys im Nordquadranten. Was allerdings auch nur ein Gerücht sein könnte. Ulysses hatte seine Gründe, uns im Unklaren zu lassen. Aber nun kennst du die Wahrheit. Ja, ich weiß alles. Okay, das heißt dann ja, dass Deponia nicht gesprengt wird, richtig? Nein, falsch. Ulysses hat mir alles erklärt. Und wir haben eine Vereinbarung getroffen. In meinem Bericht an die Ältesten wird stehen, dass der Planet nach wie vor unbewohnt ist. Deponia wird also trotzdem gesprengt. Hast du etwa Probleme damit? Ich meine, was interessiert es dich? Immerhin wirst du sicher auf Elysium sein, wenn es passiert. Du willst doch noch nach Elysium, oder? Ja, schon, aber Deponia sprengen? Das scheint mir etwas übertrieben zu sein. Ich meine, okay, es stinkt. Es ist keine Augenweide. Sicher kein Ort für jemanden wie mich. Aber ich kenne einige Leute, die hängen irgendwie an diesem Haufen Schrott. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie, weiß nicht, darauf leben und so. Schön, das sind alles Idioten, die einen Helden nicht einmal dann erkennen würden, wenn er ihnen den Kohlgarten in Brand steckt. Aber sprengen? Ja, sprengen, abreißen, einäschern, vaporisieren, eliminieren, ausradieren, alles weg. Ratz, fatz. Puh.
Nee, super. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ach ja, wie sehr denn? Hier leben nur Idioten. Und du bist der lebende Beweis dafür. Hier gibt es nur Müll. Anwesende eingeschlossen. Ich habe etwas Besseres verdient. Das bezweifle ich stark. Es stinkt. Na und? Das tut dein Deo auch. Mein was? Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Ich weiß nicht. Er scheint zu dir zu passen. Bitte was? Weißt du eigentlich, wie das ist, jeden Morgen im Müll aufzuwachen? Zwischen Essensresten und Schmutzwäsche, die Spüle leckt, das Klo läuft über, der Kühlschrank ist leer und das Wasser riecht, als hätte es sich seit Monaten nicht gewaschen. Und dann dieses ewige, Rufus, mach den Abwasch, geh arbeiten, räum mal auf. Checkt mal was, der ganze Planet besteht aus Müll. Wir laufen auf Müll, wir essen Müll. Ihr wollt, dass ich den Arsch hochbekomme? Ihr könnt meinen Arsch von hinten bewundern. Ich gehe dahin, wo Potenzial kein Düngemittel ist, das man auf Kohlbeeten verteilt. Was kann man in eurem Müll denn bestenfalls erreichen? Scheiß Bürgermeister von Scheißhausen werden? Der Job, für den sich selbst der feine Herr Drückeberger zu schade war? Ohne mich. Hörst du, Paps? Ohne mich! Und weißt du noch was? Ich hoffe, du bist über einer Jauchegrube abgestürzt. Ich wink dir zu, wenn ich dich auf dem Weg nach Elysium überhole. Guck mal, wer ist denn jetzt der kleine Dreckspatz? Wer ist denn jetzt der Dreckspatz? Donnerwetter. Du scheinst Deponia tatsächlich zu hassen. Ich gehe und hole Goal. Na endlich. Das Gepäck von dem Kerl. Ich wette, er hat den Seitenschneider vergessen. Natürlich nicht. Man weiß ja nie, wann man nicht mal ein Gitter aufschneiden muss. Finger weg! Verdammt! Nur die Ruhe, Argus. Wir sind hier auf einem Müllplaneten. Mich überrascht eher, dass die Lampe nicht schon viel früher explodiert ist. Genau wie es dieser ganze Planet endlich tun sollte. Und jetzt bitte weitermachen. Zusammen mit dem Lampenschirm sieht die Flagge aus wie der Umhang von diesem Kletes. Fehlt nur noch die schleimige Frisur. Das wird noch cooler als meine alte Lampenschirmnummer. Genial! Und auf geht's!
Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Wollten Sie nicht auf der Plattform warten? Ich dachte, ich vertrete mir mal die Füße. Von da oben ist doch alles sehr schwer zu erkennen. Ha, irgendwie gefällt mir Ihre Haltung nicht. Dabei mache ich täglich 2 Sit-Ups. Ich hoffe, Sie haben unsere Vereinbarung nicht vergessen. Doch, wie könnte ich? Haben Sie denn die Datasette bereit? Ja. Und? Wo ist sie? Ach, ich schussel. Ich habe sie wohl auf der Plattform liegen lassen. Beeilen Sie sich, Mann. Uns läuft die Zeit davon. Die Organons erzählten etwas von einer Backup-Datasette. Das hat dich nicht zu interessieren. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Mehr haben wir nicht vereinbart. Wir schreiben uns also nicht gegenseitig was in unsere Poesiealben. Nein! Ich brauche die Backup-Datasette. Da muss ich dich enttäuschen. Die hilft nicht gegen mangelnde Hirnkapazität. Ich brauche sie trotzdem. Und wozu, wenn ich fragen darf? Ohne die Datasette komme ich nicht an den Organons vorbei. Das ist ja wohl dein Problem. Hör mal, Rußschmutz. Rufus. Mir ist es doch egal, wer Gold zu mir bringt. Wenn du es nicht schaffst, dann schaffen es die Organons mit Sicherheit. Aber ihr nehmt mich dann trotzdem noch mit, oder? Verzieh dich. Goal ist bewusstlos. Was hast du getan? Ist ihr Implantat beschädigt? Keine Sorge, es geht ihr gut. Ja, okay, super. Aber das Implantat. Ist das Implantat noch intakt? Ich glaub schon. Was heißt das, du glaubst? Ohne Goals Implantat werde ich Deponia nie verlassen können. Dann gib mir diese verdammte Datasette, damit ich sie endlich aufwecken kann. Ja, okay, fein. Hier hast du die Datasette. Aber wenn sie wach ist, bringst du sie unverzüglich hierher. Ist das klar? Und Gnade dir Gott, wenn das Implantat beschädigt ist. Du liebst sie wirklich, oder? Genial! Diesmal habe ich mich wirklich... Halt! Wer... Und? Was und? Die Datasette. Haben Sie sie gefunden? Na klar. Hier ist sie doch. Keine Panik. Wo? Ich kann kaum was erkennen. Und überhaupt, was lungern Sie eigentlich so im Schatten herum? Kommen Sie her, Mann, damit ich Sie sehen kann. Aber, Amtmann, seien Sie doch bitte etwas höflicher. Sie vergessen, dass wir alle für dasselbe Ziel arbeiten. Lassen Sie den Botschafter passieren. Je schneller er diesen Rufus und damit die Aufstiegscodes gefunden hat, umso schneller können wir mit unserer Mission fortfahren. Jawohl, Sir. Ich glaube, dass der Herr Botschafter den Ernst der Lage sehr wohl verstanden hat. Er ist sich sicher bewusst, dass er nur diese eine Chance hat, die Aufstiegscodes wiederzubeschaffen. Und dass wir anschließend unsere eigenen Methoden einsetzen werden. Das stimmt doch, Herr Botschafter. Oder? Natürlich. Puh, das war brenzlig. Ich glaube, ich kann das Kostüm jetzt hier lassen. Ich bezweifle ohnehin, dass sie nochmal drauf reinfallen. Goal?
sie ist verschwunden. Was war denn hier los? Ob sie von den Organons erwischt wurde? Unsinn, das kann nicht sein. Das hätten sie erwähnt. Aber wer sollte sie sonst verschleppt haben? Ich muss sie unbedingt finden. Und das, bevor dieser Argus es tut. Vielleicht finde ich irgendwelche Spuren. Aha, eine Spur. Goal wurde offenbar in Richtung Ausgang geschleift. Keine Angst, Schätzchen. Rufus eilt zur Rettung. Die Spur verschwindet hinter diesem Zaun. Ein Haufen dreckiger Spritzenkanülen. Wer wirft denn sowas weg? Tja, freie Auswahl. Au, die nicht. Au, ah! Die hier hat Respekt vor mir. Die nehme ich. Hey, das ist gar keine Nadel. Ich habe buchstäblich den Strohhalm im Nadelhaufen gefunden. Wer kann das schon von sich behaupten? Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Irgendjemand will wohl nicht, dass ich ihm folge. Aber so leicht wird man mich nicht los. Ich bin wie Herpes. In cool. Das ist ein Avialflansch. Boah, ein echter Wal. Ich hab mir immer gewünscht, dass Dad mal mit mir ins Aquarium geht. Aber er hatte recht. Der Platz reichte nur für mich. Der Wal sieht hungrig aus. Es werde Licht. Komm, Fischi, Fischi. Hier bin ich, hinter dem gesprungenen Fenster. Dummes Viech. Ach, zugesperrt. Kein Vertrauen, diese Piraten.
ein harmloser Lastenkutter. Die perfekte Tarnung für Piraten und Menschenhändler.